Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wo immer Sie auch zuschauen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Klassenabend. Wir sind live auf Sendung. Wir streamen direkt aus dem Konzertsaal in der Musikhochschule Münster, dem Fachbereich Nummer 15 der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Wir haben ein Programm zusammengestellt, was circa 45 Minuten lang ist mit meinen Studierenden. Wir werden innerhalb des Konzertes eine Live-Schaltung versuchen, auch nach Korea. Dort befinden sich zwei meiner Studierenden in Seoul, die seit der Corona-Krise nicht zurückkommen konnten. Deshalb sind sie noch dort. Wir werden versuchen, einen Stream von dort wiederum hierher zu bringen, wo sie uns auch etwas vorspielen werden. Als nächstes werden wir nun versuchen, den Livestream aus Korea zu bekommen. Wir machen zuerst aber einen Skype-Call zu den beiden Studierenden, Daewon und Jihon. Und zusätzlich wird noch ein ehemaliger Studierender von mir dabei sein. Er ist mittlerweile selber Professor an der Gangnam University, Christian Kim Sitzmann. Schauen wir mal, ob wir ihn jetzt erreichen können über Skype. Ihr seht alle gesund und munter aus. Daewon, Jihon, wie geht's euch? Alles gut. Alles gut. Wir freuen uns, euch gleich zu hören. Wie in allen Bereichen sind wir auch auf Online-Unterricht umgestiegen. Aber das birgt natürlich viele technische Probleme und kann natürlich nicht ersetzen den realen Unterricht. Und dann kamst du hilfenderweise mit ins Spiel. Da wir ja eine sehr ähnliche Ausbildung hatten, hat es super gepasst, dass du uns dann helfen konntest. Die beiden haben dann quasi vor Ort realen Unterricht erhalten können. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Nee, ich kann die Komplimente auch nur zurückgeben. Es ist mir eine große Ehre, jetzt auch unterrichten zu dürfen, mit der Tradition halt von den gemeinsamen Lehrern, die wir hatten, aber auch mit dem, was ich von dir gelernt habe, natürlich auch. Und wie du auch sagst, es ist eben schön, dass man. Es fühlt sich an wie Familie quasi, also auch der Daewon und Jihon kamen halt her. Ich wusste schon, wie die so aufgebaut sind wahrscheinlich, weil das eben einfach sehr, sehr ähnlich ist bei uns auch. Und ich denke, das hat uns allen, ist uns allen den Umständen entsprechend dann leicht gefallen. Ich sehe da die Einschränkungen auch genauso. Man kann gewisse Sachen im Anfangsstadium von einem Stück kann man eigentlich, naja, also kann man schon machen online, aber sobald es irgendwie an ein bisschen fortgeschrittene Sachen, Feinheiten und Dynamik, in Klangfarben und so geht, da sind wir ziemlich aufgeschmissen mit Skype, mit den Einschränkungen, die, wie du gesagt hast, technisch da sind. Das ist schon schwierig. Bis zum gewissen Level geht es, aber auf einem natürlich Universitätsniveau will man auf ein höheres Level raus und da kommt man mit Skype einfach nicht hin. Ist ganz klar. Ja, genau.